Ich werde versuchen, Moin Leute und willkommen zurück in Borderlands 3 mit dem leicht verschlafenen Schnorrer. Waffenschlampe zu verkaufen. Und Waffenschlampe zu verkaufen. Ja, damit meint er dich. Waffenschlampe. Aber dich kauft keiner. Das ist so traurig. So, wir sollen mit Rain White sprechen, verstehst du? Ich mach. Geht aber nicht, doch jetzt. Kammerjäger, ich hab Feuer in der Brust und eine Waffe in der Hand. Holen wir das letzte Schlüsselfragment zurück. Ich weiß, wo es ist. Im Jacobs Pulverkeller. Natürlich. Was ist ein Pulverkeller? Das ist, wo wir das unverkennbare Schwarzpulver in Fässern reifen lassen. Mein Vater muss das Fragment in einem der großen Reserve-Schwarzpulverfässer versteckt haben, bevor die Kalypsos kamen. Clay kennt einen Geheimgang hinein. Geht zu ihm. Wir müssen sie in die Zange nehmen. Während du in den Keller eindringst, schleichen Alistair und ich an den Fanatikerwachen der Harpier vorbei. Heute Nacht holen wir uns Jacobs zurück. Hört! Sobald du bereit bist, findest du mich am Wasserfall. Genau. Ist das hier ein idealer Weg nach unten? Oder rennt er woanders hin? Wir sehen uns! Oder können wir da porten? Huch! Ja, ich porte. Du portest? Ich porte gerade, ja. Ich habe keine Entschuldigung dafür, was Aurelia, Wainwright und den Bewohnern von Eden 6 angetan. Ich bin wieder an den gleichen Punkt geportet. Sie muss für ihre Verbrechen bezahlen. Aber sie ist Du bist runtergelaufen, oder? Ich bin nicht runtergelaufen, ich bin geportet. Wie denn? Wohin denn? Runtergesprungen bin. Nein, du bist so ein Idiot. War aber auch nicht so schlau, merke ich gerade. Hier wieder hoch. Ich komme. Ich komme runter, ich komme zu dir. Nein, nee, kommst du nicht. Doch. Das ist aber falsch. Ich töte hier. Ach verdammt. Ich bin ein heldenhafter. Holst du ein Fahrzeug? Nein. Du sollst nicht vergessen, dass du eine Waffenschlampe bist. Du bist das. Sagt sie. Nee. Doch. Nee. Doch. Warum nehmen wir nicht den Fahrstuhl da vorne? Welcher Fahrstuhl? Ja, den hätten wir uns jetzt gewünscht. Waffenschlampe zu verkaufen. 9 Geld 80. Viel Spaß beim Verfaulen. Ist ja zum richtig krasser. Oh, eine legendäre, nice. Was? Bei mir liegt wieder nur eine epische. Das ist ja frech. Da vorne hat er auch irgendwas. Episches gedroppt. Aber die sind doch eh unterlevelt, oder? Der hier. Wo ist der hier? Oh, was sind das hier für eine Truhe? Na toll, eine graue Waffe. Da ist er. Wo bist denn du jetzt weiterlaufen? Hä? Achso, du hast den Klepptrepp besucht. Ja. Hier bei mir am Baum kommt man hoch übrigens. Oder bist du schon oben? Nein. Hier den. Oh, jetzt rutsche ich runter. Nein! Nein! Hier kann man hochrennen, wo ich bin. Ich denke, du bist runtergerutscht, dann geht's ja doch nicht hoch. Ja, weil ich wieder ein Stück runtergelaufen bin. Aber hier kannst du normal hochrennen. Ja. Bin ich oben. Oh, voll vorbei im Messer. Wow, du bist unglaublich. Du Waffenschlampe. Oh.
So, warum haben wir uns kein Fahrzeug genommen? Müssen wir da jetzt hoch? Weiß ich nicht. Sieht so aus. Das heißt, wir kommen da nur über diese hier Dinger. Drüben, Kammerjäger. Sieht so aus, als ob hier steht da noch. Ja. Lol. Komm, mir nach. Montgomery Jacobs hat mir diesen Nebeneingang gezeigt, als ich noch Schmuggler war. Er war eine echte Persönlichkeit und ich verdanke es ihm, dass die Jacobs Corporation wieder in Jacobs Hände gelangt. Wainwright wird sicher ein fantastischer Konzernchef, falls wir das hier überleben. Dann mal los. Das wird ein richtig geiler Konzernchef. Hast du das Geräusch gerade gemacht? Mhm. Da wären wir. Geheimgang hinter dem Wasserfall. Der Klassiker. Ja, die Jacobs-Familie liebt ihre Geheimnisse. Dieser Gang führt direkt unter dem Anwesen hindurch. Immer locker bleiben, Schlitzohr. Bleib mal locker. Rein in den Schwarzfasskeller. Warum brichst du das ab? Was ist falsch mit dir? Hast du so oft gedrückt, dass er bei mir unten noch angezeigt hat, dass du abgebrochen hast? Das Fasslieferrohr ist ganz in der Nähe. Bewegung und pass auf, wo jetzt können wir auch reisen, siehst du. Sehr toll. So. Hier ist wieder eine legendäre Granate. Die kaufe ich mir. Waffenschlampe zu verkaufen! Und wie verkaufe ich dich jetzt? Möchtest du einen Beutel dazu? Verkaufen. Jeder hat seinen Preis. Immer gerne, Kammerjäger. So, hier mal die ganzen legendären Waffen verkaufen, wa? Panzerfaust behalte ich aber noch. Du hast etwas Geld. Gib doch was davon aus. So. Mehr schießen, mehr kaufen? Ich hatte auch mal sowas. Hä? Keine Fragen. Gut. Bin ich gerüstet. Kammerjäger finde hier. Das Fasslieferrohr. Aha. Explodieren die eigentlich? Nee. Wo ist unsere beschissene Familie? Die roten explodieren dann, ne? Vermutlich. Ja. Ein klägliches Leben. Ein passender Tod. Was für eine Blöde! Sag das doch keinem. Ballert denn hier einer? Ich seh den nicht. Da. Ja, da unten. Also sehr präzise Ortsangabe, muss ich sagen. Ja, er hat doch sogar einen roten Pfeil extra für dich da angezeigt. Hinter uns noch einer. Toad. Rosa Toad. Alte Schnapsfässer, um jedem Schuss aus einer Jacobs-Waffe das unverwechselbare Aroma zu verleihen, das unsere Kunden so schätzen. Jede Charge ist einzigartig. Ich selbst bevorzuge ein Eichen-Brandy-Fass. Eiche braucht einfach länger, gefunden? Als man denkt, aber das Warten lohnt sich. Weshalb bist du der Looter King? Looter King. Das hast du gut gemacht. Haben wir doch toll. Toll. Lol. Jetzt mal auf dein Vieh geschossen, ey.
Nichts Neues. Das kam so merkwürdig rum. Hier ist was zum Untersuchen. Da ist noch ein Waffenschrank. Ruft mich Monty in sein Arbeitszimmer. Mach dir nichts draus, De Leon, meint er. Wenn es keine Kammer gibt, gibt es eben dann, keine. Da hab ich so ein komisches Gefühl bekommen und bin schnurstracks aus dem Zimmer gerannt, während Monty mich angeschrien hat, dass ich zurückkommen soll. Wer ist das denn? Komische Treppe. Alistair und ich sind fast bei der Liefersteuerung. Kammerjäger, sichere den Gegner. Raum. Das Schlüsselfragment darf nicht in die Hände der Fanatiker fallen. Mörderisiert. Aber hier der Schaden über Zeit macht, echt. Macht der Schaden, ja? Den Schaden, ne? Viel Spaß beim Verfaulen. Ich habe behaltet mich etwas größer in Erinnerung. Da kommt der Spucke aus der Wand. Ich bin von Aufwärts zum Spiel, du Schrott! Der hat mir aber richtig heftig den Schaden gemacht, oder? Wieso kann man denn nicht durch diesen fucking Zaun da schießen? Ich sehe den zwar nicht so wirklich, aber ich hab mal drauf geschossen. Oh, der hat Resistanz. Irgendwo hinter uns. Ich bin down. Wie fühlt sich dein letzter Abend? Die Jagd ist mein Lied. Zumindest bin ich nicht alleine. Dubios. Akzeptiere dein Schicksal. Und wo muss dein Gegner sein? Kann man das... Das ist meins. Ist hier Alarm oder was? Oder ist das meine Waffe? Ja. Nein, ich Idiot! Ja, gut. Ich muss wieder rumrennen, ja? Achso, wir sollen jetzt hier das Rohr finden, ja? Ist das überhaupt oben? Pünktlich auf die Minute, Kammerjäger. Wir sind jetzt an der Steuerung. Das ist war das oben? Ein Schrank voller farbkodierter Hebel und Regler. Wie, nee? Du hast mir nicht gesagt, Nein. dass wir ein kompliziertes Rätsel lösen müssen. Unsinn. Ein kompliziertes Rätsel ist Belohnung genug. Kammerjäger, du musst nur die Anforderungstaste bei dem Lieferrohr da drücken und die Röhre neben dir öffnen. Wir kümmern uns hier um das Rätsel. Mal sehen, das ist der Hebel hier, die Amplitude hier. Zurückfahren. Winnie, beeil dich, wenn meine Schwester uns findet. Das Rad auf Törtchen stellen, an der silbernen Kette ziehen und los geht's, Kammerjäger. Oh, Scheiße. Nö. Verdammung. Alistair sucht nach Hinweisen. Ich habe einen ausgestopften Fisch mit einem Code drauf gefunden. Das wird die Antwort sein. Alistair liest die Hinweise vor und ich löse alles. Ich bin nicht in der Stimmung für... Na schön, bitte sehr. Adler, Krabbe, 7, Wendigo. Jetzt kommt der spaßige Teil, Alistair. Genieß es einfach. Da, Code eingegeben. Kammerjäger, drücke auf die Anforderungstaste. Diesmal wirklich. Drück mal. Doppelt inkorrekt. Herr Jemini, das war ein Ablenkungsmanöver. Pass auf, falls noch mehr Fanatiker kommen, Kammerjäger. Ich treffe hier mal irgendwo Gegner, die ich eigentlich gar nicht sehe, weil ich an den anderen vorbeischieße. Ist der hier schon tot?
Oh, kommt einer mit einem Schild. Und wie bugge ich hier gerade? Der lässt eine Grenade lachen. Mischen alle? Nee, einer ist noch irgendwie oben. Einstellung. Du hattest so unverschämt viel Glück, Poser. Und wie kann ich hier die ganzen Waffen auf dem Boden immer nicht direkt aufnehmen? Ist ja nicht, wir haben dann noch mehr Gegner wieder. Das ist ja eine Frechheit. Hier an dem Feuer sehe ich die immer nicht. Kannst du nicht leben. Richtig blind Fuchs heute, ey. Alter, was ist das denn? Badass Hexen, lol. Wir sehen uns wieder. Wie würdest du dich bitte beeilen? Ich schätze den Gedanken an eine Konfrontation mit meiner Schwester nicht sehr. Verdammt, Alistair. Mein Vater ist tot, mein Unternehmen in der Hand von Banditen und ich verhökere mein Erbe, weil ich dein Leben retten musste. Ich muss mich verdammt nochmal amüsieren, wenn ich das letzte Rätsel löse, das mein Vater mir hinterlassen hat. Genau. Du hast recht, es tut mir leid. In dem Fall sollte ich dich wohl nicht auf den Code hinweisen, der an der Decke steht. Was? Oh, verdammt. Blauer Hebel, weiße Taste, Kupferkette. Alistair, du cleverer Bastard, das ist es. Kammerjäger, drück die Taste. Drück die Taste. Die große Reserve. Haha, was habe ich gesagt? Kinderspiel. Das Schlüsselfragment müsste da drin sein. Zerstöre das Fass. Boom. Das nenne ich Teamwork. Nice. Jetzt können wir die Kammer öffnen. Triff Alistair und mich bei den Gärten. Ich mache den Weg für dich frei. Folge einfach der Förderanlage, geiler die aus typ. Dem Raum führt. Jetzt müssen wir hoch. Wow. Aber erstmal ein Päuschen, würde ich sagen. Ja, das könnten wir mal machen. Ja. Bitte bedanke dich. Bitte bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.